Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, kennt ihr schon unseren Führerschein-Guru? Er begleitet dich bei der Führerscheinausbildung, gibt dir praktische Tipps und echte Handlungsempfehlungen, wie du deine Fahrschule ganz easy meisterst. Sei nie wieder unvorbereitet für deine Fahrstunden und hol dir jetzt deinen Zugang. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Führerschein-Guru bestehst du zu 100% deine Prüfung. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Herzlich willkommen auf dem Kanal der Fischer Academy. Ich bin Jelina, ich habe heute meine allererste Fahrstunde hier. Bleib auf der Kupplung. Ganz vorsichtig bremsen. Du wirst sehen, die beißt die Bremse. Oh Gott, ja. Nicht so tun, es könnte Gegenverkehr kommen. Gesicht müsstest du von dir sehen. Du hast gerade ein bisschen Angst gehabt. Everybody! Innenspiegel, Außenspiegel. Soll ich dann wieder nach vorne schauen eigentlich? Oder was hast du gemacht? Scheiße, das Auto ist kaputt. Ich muss raus hier. Lenken! Ne? Bremst lieber. Ich bin schon total aufgeregt, aber ich bin mir sicher, dass ich das schaffen werde. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Viel Spaß euch! Dann stell erstmal den Sitz nochmal ein. Bist du nicht schon eingeschlafen? Ach nee. Nee, der dicke war ja drin. So. Kupplung richtig. Warte, komm mal rein. Sieh so. Machst du mir erst. Tu mal Fuß ran. So. Nur so. So. Noch ein Stück, noch ein Stück. So, und jetzt tritt mal durch. So, wenn du die Kupplung kommen lässt, den ganzen Fuß anheben. Nicht die Hacke stehen lassen. Heb den Fuß an. So machen wir das nachher. Mhm. Den ganzen Fuß anheben. Das ist sau wichtig. Okay, ja. Okay? So, jetzt tritt mal mit dem rechten Fuß die Bremse. Ah, das passt doch, oder? Die ist ja komisch, die Bremse. Ja gut, wenn der Motor an ist, da kommt dann der Bremskraftverstärker dazu. So, und dann ganz rechts ist das Gaspedal, ne? Ja. Okay. Marc hat gesagt, ich soll immer so hin und her wechseln und den Hacken unten lassen. Stimmt das? Oder soll ich ruhig einzeln das machen? Einzeln? Ja, finde ich auch. Jetzt nimmst du beide Hände in den Innenspiegel. Lässt den Kopf bitte gerade und gehst nur mit den Augen zum Spiegel, dass du die komplette Heckscheibe hinten drin hast. Ich reiß den gleich ab. Ach, du reißt den nicht so schnell ab, glaub mir. Ja. Warum hast du mir das Auge? Ich weiß nicht. Der ist mir das Auge zu. So, pass auf, jetzt siehst du im linken Außenspiegel den dicken Fahrlehrer. Siehst du den? Linken Außenspiegel? Ja, aber nur nicht den Kopf. Nee, das brauchst du auch nicht. Das ist furchtbar genug. So. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Nee. Jetzt beugst du dich vor und machst den Schulterblick. Ganz wichtig. So richtig nach vorne und einfach nur. Du musst hier gucken, weil hier in dem Bereich siehst du im Spiegel. Okay, also nicht nach da gucken, nee, nee, sondern immer so. So, jetzt pass auf, jetzt siehst du mich im Innenspiegel. Jetzt siehst du mich im rechten Außenspiegel. Ja. Jetzt siehst du mich nicht, jetzt guckst du hier so, hier, nee, hier so durch. Also hier bleibe ich fast schon gerade. Ja. Okay. Gut. So, pass auf. Wenn du dieses Ding angreifst, der sogenannte Schalthebel, ja, trittst du immer bitte die Kupplung. Immer. Ja. Mach mal. So. Hast du eine Ahnung davon oder null? Erster Gang. Mach weiter. Und das zeigt sie oben an. Siehst du das? Aha. Siehst du das? Deswegen solltest du. Siehst du es noch, das N? Ja. So, jetzt mach nochmal. Eins. Jetzt mach weiter. Zwei. Drei. Ich habe mal gelernt, in der Mitte das wieder anfädeln zu lassen und dann erst weiterzumachen. Ja, pass auf, zum Beispiel in die 2, von der 2 in die 3 machst du einfach bloß bam, bam. Okay, ja. Mach mal. Bam, bam. Ich sag mal Kopfnuss dazu. Mhm. So, dann machst du ein weiter. 4, wieder Leerlauf, rüber zum Udo. 5, rüber und hoch. Siehst du? 5, bei mir bleiben. 6, wunderbar. Na, Rückwärtsgang, meine Kleider. Hier und weiter rüber drücken und vor. Oh Gott. Dann steht auch drinnen das R. Siehst du das? Mhm. Also egal wie, so wie du hier rangehst, immer die Kupplung treten. Ne? Der linke Fuß ist für die Kupplung, der rechte Fuß Bremse, Gas. Wenn wir nachher draußen rumfahren, was definitiv passiert heute, brauchst du keine Angst haben, ich bin ja mit dabei, ich kann ja hier mit rumjonglieren, machen, tun, wie es mir beliebt. Ich weiß nicht genau auswendig, wann, in welchen Gang ich schalten muss. Das wäre das nächste. Also man hört das natürlich. Richtig. Auch. Richtig. Das Auto zeigt zwar an, aber merkt ihr einfach so eine Faustformel? So grob schätze ich es auch immer. Ist doch vollkommen okay. Du, ab 20 schaltest du hoch in den zweiten. Mhm. Ab 40 in den dritten. Mhm. Ab 60, nee, Quatsch, 20 zweiten. 40 dritten. Ja, 60 vierten, 80 fünften, 106. Gang. Ah, okay, also immer 20er Schritte. 20er Schritte, ja. Kannst du immer so ein bisschen merken. Dieses rote Licht da drin, weißt du, was das heißt? Was da leuchtet, dieses rote P? Ich schätze mal, dass ich
ich weiß nicht, wie es heißt, aber wenn ich drauf drücke, kann ich jetzt losfahren. Die Handbremse. Handbremse, genau. Die Handbremse. Und das ist eine elektronische Handbremse, keine herkömmliche? Ja, die haben wir. Was habt ihr für ein Auto? Ich habe keine Ahnung. Irgendein VW mit Handbremse auf jeden Fall. Meine Frau ist auch so. Dein Kumpel war da. Wer war denn das? Na, hier mit dem Auto. Was für ein Auto? Blau. Ah, so ist gut. Das weiß ich Bescheid. Pass auf, tritt mal auf die Fußbremse bitte. Jetzt drückst du mal diesen Hebel nach unten. Drück den einfach mal nach unten. Jetzt kann ich das wegmachen. Jetzt ist er aus. Okay, jetzt zieh mal wieder hoch. Also das Ding hier. Bumm. Wenn ich in einem, wie nennt man das, nicht Gefälle, sondern... Steigung? In einer Steigung stehen würde, dann muss ich hier erst bremsen mit Kupplung, dass dann hier... Wie ist es an? So ist es an. So ist, siehst du an der roten Kontrollleuchte und hier an der roten... Auch nochmal Kontrollleuchte. Dann kann ich das anmachen und dann kann ich von der Bremse runter, oder? So. Genau. Okay. Das machen wir dann mal so, das üben wir sowieso nachher noch hier auf der kleinen Hucke. Aber das Auto selber hält dich 3 Sekunden. Wenn du jetzt irgendwo am Berg stehst und du willst losfahren, hält das Auto ungefähr 3 Sekunden dich fest. Und danach wird es wegrollen. Mhm. Aber als Fahranfänger, was du ja bist, was auch nicht schlimm ist, brauchen wir für gewisse Abläufe etwas länger. Deswegen sage ich immer, wenn wir irgendwo an eine Kreuzung ranfahren, fährst du ran, stehst du so da und nimmst kurz mal einen Fuß von der Fußbremse. Wenn du merkst, du rollst zurück, gehe ich wieder auf die Fußbremse, zieh die Handbremse an. Wenn dann grün wird oder wir können ganz normal losfahren, lässt du die Kupplung rum und dann löst die Bremse ganz automatisch. Du musst die nicht mehr selber lösen. Okay, verstehe. Aber ich brauche doch voll lange, wenn ich an der Ampel stehe und das erst anpendeln lassen muss. Haben wir Zeitdruck? Nein, aber die anderen Autos hinter mir sind... Die anderen Autos können uns sowas von scheißegal sein. Nee, das geht dir wirklich am Pups vorbei, wenn das mal so sagen darf. Ja. Vollkommen egal. Das machst du ganz easy, ganz locker, ganz fluffig. Okay. Nur so, mit der gewissen Ruhe, weil du bist Fahranfänger. Mhm. Wenn du anfangen willst zu fahren wie alle anderen, geht das in die Hose. Es ist einfach so. Stimmt schon. Ja? Und keiner, der hinter dir drängelt und hupt und schreit, ja, wird sein Auto freiwillig kaputt fahren. Das heißt, er wird uns nicht hinten reinfahren. Mhm. Wir wollen jetzt eine Anfahrübung machen. Mhm. Und wird erstmal nur so hinlaufen, anfahren, anhalten, anfahren, anhalten, anfahren, anhalten. Okay. Okay? Dafür schnallen wir uns mal bitte an, meine Kleine. Ist denn mein Ute eigentlich? Der ist bei dir nicht dabei. Blond ist keine Haarfarbe, ist eine Lebenseinstellung. Tritt die Kupplung. Start den Motor. So, jetzt haben wir, siehst du ja die Handbremse angezogen. Siehst du es gleich mal? Beim Anfahren jetzt der Kupplung, kriegst du jetzt gleich mit, löst sie die Handbremse selber. Brauchst nichts zu machen. Okay. Und guck nicht so streng. Okay. Lächeln. Dankeschön. Lächeln ist hier Voraussetzung. Mhm. Okay, dann mach mal. Lässt den Fuß jetzt, aber ganzen Fuß annehmen. Ganzen Fuß annehmen. Lass einfach ganz, lass dir Zeit dabei. Lass dir Zeit dabei. Den Fuß einmal komplett weg. Setz nicht so hoch an, setz ruhig tiefer an, Maus, wenn du rauftrittst. So, jetzt Kupplung wieder durchtreten und ganz vorsichtig bremsen. Du wirst sehen, die beißt die Bremse. Oh Gott, ja. Mhm. Bleib auf der Kupplung. Jetzt wieder anfahren. Nimm den Fuß weg von der Kupplung und wieder anhalten. Ich finde die Bremse noch nicht so schnell. Ach, alles gut. Ist ja alles voll stark, ja. Ja, die ist gut. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Everybody. Wir kennen das. Everybody. Oh, das ist eine schöne Stimme. Dankeschön. Bitteschön. Wir wollen jetzt nach links abbiegen, ne? Mhm. So, lass mal hier. Nee, warte. Tu mal die Hände ans Lenkrad. Wir wollen nach links abbiegen und nach links einen Fahrstreifenwechsel machen, ja? Ja. Innenspiegel, Außenspiegel. Oh Gott. Blinker links, Innenspiegel, oh, Außenspiegel, Schulterblick. Okay, ja. Probieren wir einfach mal durch. Machen wir nach links. Lass mal Motor aus jetzt. Wir tun jetzt mal bloß so. Jetzt. Also. Okay. Ah, nee, noch nicht blinken. Also Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und abbiegen. Genau, Blinker aus. Ganz kurz bloß. Klar. Gefühlvolle Mensch, also über 2. So, dann machen wir das Ganze mal nach rechts. Okay. Also. Innenspiegel, Außenspiegel.
den Spiegel aus. Kannst du einen Scheibenwischer anmachen? Okay, warte nochmal. Ja. Okay, nochmal. Innenspiegel, Außenspiegel. Soll ich dann wieder nach vorne schauen eigentlich? Oder kann ich direkt... Das geht ja relativ schnell. Innen, außen, Blinker, innen, außen, Schulter. Okay. Innen, außen, Blinker. Innen, außen, Schulter. Und wie gesagt, da vielleicht ein bisschen schneller, nicht so. Ja? Ja. Das wäre total nett von dir. Ja, ich gebe mein Bestes. Okay, pass auf. Das machen wir jetzt überall, wo wir jetzt hier auf dem Platz abbiegen und rumfahren und so. Machst du okay. Das so, okay? Darf gut. Ich zuerst nach links abbiegen? Bitte. Okay, geil. Das habe ich, glaube ich, mehr drauf. Was habe ich gemacht? Ich hab's auch was hast du gemacht? Scheiße, das Auto ist kaputt. Ich muss raus hier. Yeah! Oh mein okay. Gott. Und jetzt da links, da. Ich Blinker links, und da. Und ja, und rum. Lenk darf ich jetzt nach dem Schulterblick drehen? Ja, ja. Du sollst vorher dann... Aber du lenkst gut, Maus. Also du machst das gut, weil du über Kreuz lenkst. Das gefällt mir. Das ist in Ordnung. Versuche immer das Rechtsfahrgebot zu halten und fahr nicht so durch die Pfütze. Das Auto ist frisch gewaschen. Es tut mir leid. Hm, ist klar. Dann putzt du ich das. Ich bin noch halb auf der Kupplung. Das muss ich auch... Na, dann lass mal die Kupplung raus. Ja. Mhm. Jetzt darfst du ein bisschen Gas dazu geben, meine Kleine. Ein bisschen Gas. Das Gas ist das Rechte. Hier runter und dann so hinter. Also jetzt lenk, 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 lenk und jetzt rechts. Hätte ich hier blinken müssen? Nein, nein, ist okay. So, jetzt gerade. Und jetzt wieder stehen. Stehen, anhalten, Kupplung treten, Kupplung voll durchtreten und bremsen. Und beim Bremsen guckst du in den Rückspiegel. Weiter? Um die Kurve dann noch? Um die Kurve bitte, links rum. Und denk dran an die ganze Guckerei, was du machen musst. Innen, außen. Mit blinken? Dapper. Okay. Und nicht gegen die Leitplanke fahren. Lenken! Ich bremse lieber. So, jetzt möchtest du aber irgendwie noch rumkommen. Ja, das schaffe ich. Also ich könnte auch rückwärts fahren, aber ich... Nee, es ist mir zu riskant, ich will lieber rückwärts fahren. Darf ich das schon? Kannst du machen, gerne. Okay, dann mache ich so. Kommt aber gleich wieder was dazu von mir. Oh Gott. Oh Gott, mein Gott. Pass auf, bevor du rückwärts fährst. Schulterblick nach hinten links. Ah ja, mhm. Nur den Schulterblick nicht. Warte. Schulterblick nach hinten links. Ja. Bevor du rückwärts fährst. Dreh mal die Birne. So, pass auf. Jetzt geht der Kopf so rum, Mossi. So rum. Drehst dich auf den Hintern und guckst nach da raus. Und so wird rückwärts gefahren. Zack. Rum. Auf den Popo drehen. Nach da raus gucken. Und so wird rückwärts gefahren. Also ich fahre erst so und dann gucke ich da und dann kann ich losfahren. Ja. Und ich pendel. Ganz vorsichtig. Kupplung wieder rein, Kupplung wieder rein, Kupplung wieder rein. Bremsen. Julia, pass auf, du gibst jetzt Gas. Und wir schalten mal hoch in den zweiten Gang. Weg von der Bremse. Geh mal rechts, auch noch nicht Kupplung. Hier, mit dem rechten Fuß Gas geben. Gib mal Gas. Bist du auf 20? Genau. Und dann schalte hoch in den zweiten. Na, zweiten hast du jetzt nicht, Mausi. Nee, in den Rückwärtsgang, nicht zu viel rüber. Genau, da ist er. Kupplung raus. Kann ich dann so richtig schnell rauslassen? Ja, ja, mäßig. Und denk dran, links abbiegen. Gucken, machen, tun. Bleib schön hier. Also ich fand, das war jetzt keine Katastrophe. Ich muss es halt noch üben, so schnell hinzukriegen. Alles gut. Meinetwegen gebe ich jetzt Gas und dann machen wir auf der Geraden hoch im dritten. Mach mal, gib mal Gas. Wir fahren hier auf die Gerade zu. Gas weg und schalte hoch im dritten. Kopfnuss. Bam, bam. Kupplung raus. So, pass auf. Jetzt bremst mal ab ohne Kupplung. Bremst mal ganz kurz, ein ganz klein bisschen ab. Nicht so viel. Kupplung treten. Runterschalten, zweiten Gang. Runterschalten, zweiten Gang. Kupplung raus. An links abbiegen. Blinker. Gott, Jesus Christ. Jesus Christ. Nee, aber das ist am Anfang alles schwierig, aber das machst du gar nicht so schlecht. Okay. Na klar, Udi ist ja dabei. Mein Kaugummi ist weg. Also ich will keinen neuen, aber ich will damit sagen, ich schluck die immer automatisch runter. Du kannst auch einen neuen haben. Nee, alles gut, ich möchte gar keinen neuen, nur es fällt mir immer wieder auf, ich schluck die runter und mir fällt nicht auf, wann. Warum schluckst du die Kaugummis runter? So ein Schluckreflex. Jetzt zweideutig. Wir fahren dann jetzt mal auf die Straße. Bist du bereit dazu? Ich bin bereit. Ich fahre auf der Straße, das fällt mir jetzt erst auf. Und Gas. Hinter mir ist ein Auto, der ist bestimmt voll genervt. Toll, ehrlich mal, ich gehe raus hier, ehrlich. Gas weg. Mehr. Oh Gott, das ist so eng.
Mein Humor, geil. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video.